Ich begrüße die Industriemeister mal wieder ganz herzlich zu der nächsten Übung und zwar Thema Festigkeit. Das ist Aufgabe 6, Mai 12. In der Aufgabe haben wir einen Dampfkessel gegeben und er hat auch einen Deckel. Die Öffnung davon ist 500 mm Durchmesser. Der Deckel wird mit 16 Schrauben verschlossen und in der Aufgabenstellung haben wir auch noch einen Überdruck von 10 bar gegeben, das in den Dampfkessel herrscht. Man kann sich das so vorstellen, wenn wir hier eine Art Dampfkessel haben, ich mach's mal so, dann kommt hier ein Deckel drauf und dieser Deckel hat einen Durchmesser von 500 mm. Dieser Deckel wird mit Hilfe von 16 Schrauben befestigt. Darum geht es. Und hier drinne gibt es einen Überdruck von 10 bar. Das heißt, dieser Druck, man kann sich das so vorstellen, durch die Gase oder Flüssigkeit, das drückt quasi hier gegen den Deckel mit 10 bar. Das ist die Ausgangslage jetzt in dem Fall und wir sollen in der Aufgabe sollen wir einfach den Spannungsquerschnitt der Schraube berechnen. Spannungsquerschnitt der Schraube bedeutet einfach, was benötigen wir hier für einen Querschnitt? Wir wissen ja, 16 Stück wollen wir verwenden, aber was für eine Fläche müssen diese Schrauben hier in dem Bereich eigentlich haben, damit die nicht reißen bei 10 bar? Wir haben noch ein paar Angaben gegeben und zwar die Festigkeitsklasse 8.8 und eine doppelte Sicherheit soll gewährleistet werden. Gut, wie geht man an diese Aufgabe ran? Nun, generell um Spannungsquerschnitt der Schraube. Das bedeutet, wir brauchen ja erstmal eine Fläche. Wie finden wir diese Fläche? Man betrachtet jetzt oder wir betrachten mal diese Schraube genau an diesem Punkt und jetzt, wenn der Deckel quasi rausgedrückt wird, dann wird in dem Moment an den Schrauben ja gezogen. Die Schrauben sind ja miteinander hier quasi alles festgemacht, der Deckel und der Kessel. Und es wird quasi an den Schrauben, sage ich mal, gezogen in die eine Richtung und in die andere. Und das ist so ein Indiz, wo fängt man an, nach einer Fläche zu suchen. Naja, aus der Ausgangssituation müssen wir unter Stichwort Zug im Stichwörterverzeichnis mal schauen, weil an den Schrauben in dem Moment halt gezogen wird. Und dort haben wir ja diese Formel, die wir schon kennengelernt haben. Und siehe da, hier kann man auch, mit Hilfe dieser Formel kann man auch nach der Fläche umstellen. Und zwar haben wir jetzt hier die Zugspannung ist Kraft durch Fläche und wenn etwas unter dem Bruchstich gesucht wird, dann bitte einfach die Plätze tauschen. Somit könnte man die Fläche ausrechnen, indem man einfach die Kraft durch die Zugspannung berechnet. Jetzt stellt sich aber die Frage, in den Übungen davor haben wir sehr, sehr häufig die Kraft gegeben und die Zugspannung. In dieser Aufgabe steht es aber nicht. Wir müssen quasi mit Hilfe von Indizwörtern die Kraft und die Zugspannung berechnen. Wie machen wir das? Naja, hier steht ja in der Aufgabenstellung, dass in diesem Dampfkessel 10 bar herrschen. Und diese bar drücken ja hier gegen diese, sagen wir mal, gegen den Deckel. Und man kann mit Hilfe dieses Indizwortes Überdruck 10 bar tatsächlich herausfinden, mit was für eine Kraft drückt eigentlich quasi diese 10 bar oder was für eine Kraft erzeugen diese 10 bar in dem Moment. Daher Stichwort jetzt Druck, nur bitte ich euch nicht auf diese Formel zu gucken, sondern im Stichwörterverzeichnis, dort habt ihr eine andere Seitenanzahl und die führt euch eigentlich zu dieser Formel und zwar Druck ist Kraft durch Fläche. Und in dem Moment, wir müssen halt die, ja, sagen wir mal, die Verbindung herstellen. Aha, Druck haben wir ja gegeben, die Fläche haben wir auch gegeben, und zwar wir haben hier einen Durchmesser von dem Deckel und das kann man natürlich nach Fläche dann also die Fläche davon ausrechnen und somit haben wir ja die zwei Angaben gegeben und das können wir ja dann die Kraft in dem Moment ausrechnen. Was für eine Kraft wird erzeugt, wenn man mit Hilfe von 10 bar und halt dieser Fläche dort ist. Deswegen machen wir eine kleine Nebenrechnung hier, einfach die Formel P gleich F durch A. Jetzt stellen wir nach der Kraft um. Hier steht geteilt durch A, wir machen das Gegenteil mal A. Somit wäre die Kraft, die in dem Moment herrscht, P mal A. Druck haben wir ja 10 bar und jetzt, was haben wir für eine Fläche? Ich mache mal diese Nebenrechnung hier. Falls ihr nicht wisst, wie man die Fläche ausrechnet von einem Kreis, Stichwort Kreis,
Das führt euch auf jeden Fall hier zu der Flächenformel. Ich setze jetzt hier schon mal die Werte ein, und zwar die Fläche wäre in dem Moment d Quadrat. Wir haben 500 mm zum Quadrat. Bitte die Zahl und die Einheit nicht vergessen, mal Pi durch 4. Schauen wir mal nach, was dabei für eine Fläche herauskommt. Die 500 zum Quadrat mal Pi geteilt durch 4. Wir haben eine Fläche von 196. Ich schreibe das mal hier 196.000 349, so 349,54 Quadratmillimeter. So, ich hoffe, das sieht man noch. So, jetzt mache ich das schnell weg. 0,54 Quadratmillimeter. Das ist auf jeden Fall die Fläche in dem Moment, was wir hier einsetzen können. Jetzt könnte man hergehen und sagen, na gut, wir haben jetzt 10 Bar und mal halt diese Fläche 196349,54 Quadratmillimeter. Das Blöde ist jetzt in dem Fall, wir suchen ja die Kraft. Und Kraft ist ja eigentlich, hat die Einheit Newton. Jetzt haben wir hier aber Bar mal Quadratmillimeter und das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter, aber folgendermaßen. Wo ihr quasi die Druckformel gefunden habt, habt ihr auch dort einige Einheiten gegeben. Und zwar steht da sowas wie, als Beispiel, 1 Bar ist auch 10 Newton pro Quadratzentimeter. Nun kann man jetzt hergehen und das hier, diese 10 Bar halt umwandeln in Newton pro Quadratzentimeter, aber dann müsste man auch die Fläche in Quadratzentimeter umwandeln. Man kann jetzt noch andersrum, und zwar, man könnte jetzt hergehen und sagen, unter Stichwort Elektrizität. Das führt euch ja zu dieser altbekannten Einheitenseite, wo die ganzen Einheiten sind, und dort findet ihr auch Überdruck, einen Bereich, und dort steht zum Beispiel, dass das 10 Bar, dort steht das 10 Bar, gleichzeitig 1 Newton pro Quadratmillimeter sind. Und das ist halt sehr wichtig. Somit, wir haben ja 10 Bar in dem Fall, deswegen können wir auch sofort 1 Newton pro Quadratmillimeter auch hinschreiben. Und dann mal halt die ganze Fläche. Die kann man ja natürlich dann auch in Millimeter ja dann lassen. Somit kürze ich Millimeter und da bleibt ja Newton. Und das ist ja die Kraft, die wir hier oben einsetzen wollen. Somit haben wir jetzt eine Kraft, die in dem Moment herrscht von 196349,54 Newton. Falls ihr das mit Zentimeter macht, wandelt ihr auch im Zentimeter um, dann kommt ihr auch auf dieselbe Kraft heraus. Nun darf man jetzt nicht zu schnell sein, man darf diese Kraft hier oben noch nicht einsetzen, weshalb, ihr dürft nicht vergessen, die Kraft wirkt ja insgesamt, diese 196.000 Newton wirken ja auf diese ganzen 16 Schrauben. Jetzt müssen wir halt, aber in der Aufgabenstellung wird nach, was hat denn so eine Schraube an sich für einen Querschnitt, nicht alle 16. Aus diesem Grund verteilt sich ja die Kraft auf die 16 Schrauben. Und was muss eigentlich eine Schraube nur aushalten? Deswegen, ich mach's mal, die Kraft einer Schraube wäre ja jetzt 196349,54 Newton geteilt durch die 16 Schrauben. Und wir finden jetzt heraus, dass eine Schraube in dem Moment eigentlich nur eine Kraft aushalten muss von 12.271,85. So, 12.271,85 Newton. Das ist der Wert, den wir hier oben eintragen müssen. Wir wollen ja die Fläche einer Schraube berechnen und nicht halt dementsprechend hält oder muss eine Schraube nur das hier aushalten. Also, jetzt haben wir schon F ausgerechnet und hier vorne die Kraft. Und jetzt geht es darum, wie berechnet man jetzt die Zugspannung, ist jetzt halt auch entscheidend. Ist in der Aufgabenstellung nicht gegeben, aber man muss, es ist ein anderer Hinweis, und zwar die Festigkeitsklasse. Man muss erstmal wissen, dass die Zugspannung, es bedeutet, wie viel Kraft kann eine Schraube so aushalten pro Quadratmillimeter. Und das ist gleichgesetzt mit der Streckgrenze, das hat die gleiche Bedeutung. Und wie berechnet man aber die Streckgrenze? Mit Hilfe dieses Indizwortes, es steht bei euch zumindest jetzt noch nicht im, in der Formelsammlung, das müsste man so wissen, und zwar, wenn man eine Festigkeitsklasse hat, Festigkeitsklasse, Festigkeitsklasse,
Schwierigkeitsklasse von 8,8 folgendermaßen muss man vorgehen. Man will jetzt die Streckgrenze ausrechnen, was ja auch gleichzeitig die Zugspannung ist. Das hat dieselbe Bedeutung quasi. Und in dem Moment, wenn wir 8,8 Schraube haben, bedeutet das, dass wir die erste Zahl mal die zweite Zahl nehmen müssen und anschließend, sehr wichtig, mal 10. Das ergibt 640 Newton pro Quadratmillimeter. Somit hält so eine Schraube eigentlich nur 640 Newton pro Quadratmillimeter. Das ist der Wert, den wir hier oben einsetzen dürften. Bevor wir das aber machen, müssen wir Folgendes beachten. Und zwar steht hier noch in der Aufgabenstellung, wir sollen ja eine doppelte Sicherheit gewährleisten. Das ist nochmal ein Indiz, okay? Eine doppelte Sicherheit, was soll das bedeuten? Die Schraube wird ja auf Zug beansprucht, deswegen schaut ihr bitte hier wieder unter dieser Stichwort Zug, dann findet ihr diese Formel. Und dort habt ihr auch hier eine Sicherheit, also eine Formel mit einer Sicherheitszahl angegeben. Und zwar man müsste die Streckgrenze oder Zugfestigkeit geteilt durch die Sicherheitszahl machen, damit man quasi die doppelte Sicherheit gewährleistet. Somit ist das wieder eine Nebenrechnung. Sigma Z zulässig wäre das in dem Fall Re geteilt durch 2. Und das wäre dann 640 geteilt durch 320 Newton pro Quadratmillimeter. Ein kleiner Tipp, das habe ich bei dem Video davor auch schon gemacht, falls ihr das nicht geguckt habt. Wenn wir hier einen Aufzug haben, manche stellen sich die Frage, warum teilen wir, um eine zweifache Sicherheit zu haben und nicht multiplizieren, mal 2. Wenn ihr hier einen Zug habt, als Aufzug und das Seil kann nur 10 Personen halten, da könnt ihr nicht hergehen und sagen, bei einer zweifachen Sicherheit können 20 Personen hier rein. Ja, dann reißt das Seil und die sind alle tot. Deswegen zweifache Sicherheit bedeutet, eigentlich dürften dann nur 5 Personen rein. Ja? Bei 10 würde quasi das noch aushalten, über 10 würden ja das Seil reißen. Aus diesem Grund halt immer Sicherheitszahl ist geteilt durch. So, machen wir hier geteilt durch die Sicherheitszahl. Somit wissen wir jetzt, dass unser Seil oder was ist das hier? Also unsere Schraube nur 320 Newton pro Quadratmillimeter aushält. Newton kürzlich und wir bekommen eine Fläche. Danach wurde ja gesucht. Das heißt, das hier geteilt durch die 320 und dann kriegen wir eine Fläche von 38,35. 38,35 Quadratmillimeter. Ja, zu der Bedeutung, wenn eine Kraft von 12.000 Newton in dem Moment quasi auf unsere Schraube wirken, die Schraube kann nur 320 Newton aushalten pro Quadratmillimeter, dann brauchen wir ja dann mindestens 38,35 Quadratmillimeter, damit diese Schraube in dem Moment der Belastung nicht reißt hier an dieser Stelle. Ich bedanke mich weiterhin fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.